Der Januar ist schon da und damit auch das Jahr 2015. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und dass ein neuer Monat begonnen hat, bedeutet, dass ich euch zeigen kann, was ich alles im Dezember so gelesen habe. Das waren insgesamt 8 Bücher, worunter auch ein paar E-Books waren. Und ich weiß nicht, ob euch solche Statistiken interessieren mit den gelesenen Seiten und sowas. Ich kann es euch ja einfach mal erzählen. Wundert euch nicht, wenn ich immer mal in die Richtung gucken muss. Da steht nämlich alles. Ich kann es nicht auswendig. Es waren insgesamt 3603 Seiten. Das waren durchschnittlich 116,2 Seiten am Tag. Und die durchschnittliche Bewertung in dem Monat lag bei 3,4, was ganz gut ist. Wobei ich sagen muss, dass im Dezember auch ein paar Flops dabei waren. Aber gut, kann passieren, war auch nicht so tragisch. Ansonsten muss ich sagen, dass der Dezember ziemlich thrillerlastig war, ganz ohne Absicht. Ich habe mir wohl immer solche Bücher rausgesucht. Ich weiß nicht, ob es irgendwie zur Jahreszeit gepasst hat oder so, fragt mich nicht. Es war nicht beabsichtigt. Genau, ansonsten, was man dazu noch sagen kann, ich habe tatsächlich dieses Jahr genau 100 Bücher gelesen, was ich irgendwie ganz lustig finde und auch ganz nett, weil es so mein heimliches Ziel für dieses Jahr war. Ich habe letztes Jahr so um die 80 gelesen, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und 100 ist doch eine schöne Zahl, oder nicht? Genau, fangen wir mal an. Begonnen hat der Monat mit Vollendet die Rache von Neil Schusterman, dem dritten Teil der Vollendet-Trilogie. Insgesamt fand ich die Trilogie ganz gut. Ich muss sagen, die Idee war mir ein bisschen zu abwegig mit diesem, ja, mit dieser ganzen Vollendungsgeschichte, also dieses, ja, dass jemand, der die Hände von einem Klavierspieler bekommt, dann auch toll Klavier spielen kann und so, ich weiß nicht, mir war das alles ein bisschen zu abwegig, war aber alles ganz spannend. Ich habe die Bücher auch alle so hintereinander weggelesen. Das mache ich selten, weil ich normalerweise immer mal wieder Abwechslung zwischendurch brauche, aber es sind eben auch Jugendbücher. Ich meine, die sind jetzt nicht wahnsinnig schwer geschrieben, die kann man schnell so weglesen. Ich muss sagen, der dritte Band hat mich echt enttäuscht. Also die ersten beiden haben noch 4 Sterne bekommen, der dritte nur 3. Es ist mir einfach nicht genug passiert. Also dafür, dass es der letzte Band ist, wo eigentlich, sag ich mal, ja, alle Fäden zusammengeführt werden sollen und alles so ein bisschen aufgelöst werden soll und der eigentlich meiner Meinung nach den Spannungshöhepunkt bieten soll, war es mir einfach zu wenig. Und ich muss sagen, ab einem gewissen Punkt habe ich mich dann gefragt, okay, wie will er das jetzt noch in 100 Seiten irgendwie zu einem Abschluss bringen? Ich weitergelesen, okay, wie will er das jetzt in 50 Seiten schaffen, das zu einem guten Abschluss zu bringen? Ich meine, wie? Oh, vorbei. Okay. Es war für mich einfach kein anständiges Ende. Und damit meine ich nicht mal, dass es für mich immer das perfekte Happy End sein muss. Das muss es nicht. Ich habe auch kein Problem mit offenen Enden, wenn sie gut gemacht sind. Aber hier fand ich es einfach absolut nicht zufriedenstellend. Ich frage mich jetzt schon, ob ich irgendwas verpasst habe. Gibt es vielleicht noch einen vierten Band? Ich dachte, es wäre eine Trilogie. Also wenn es noch einen vierten Band gibt, wäre es für mich wieder okay. Dann geht das Ganze wohl noch weiter. Aber wenn das der Abschluss ist, fand ich es ein bisschen, ja, wenig enttäuschend. Schade. Dann ging es weiter mit Those Faraday Girls. Das habe ich als E-Book gelesen, hier auf meinem Kindle. Ich blende euch den deutschen Titel mal noch ein, weil ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht habe, nachzugucken. Entschuldigung. Those Faraday Girls ist so eine Familiengeschichte. Also es geht um 5 Schwestern und als die Jüngste mit 16 schwanger wird, beschließen sie alle noch so lange zu Hause wohnen zu bleiben, bis das Kind zur Schule geht, um ihre Schwester zu unterstützen. Ihre Mutter lebt nicht mehr, ihr Vater ist so ein bisschen abwesend, zumindest gedanklich. Und das Ganze hat wirklich gut angefangen. Es war so eine gemütliche Familiengeschichte für den Dezember und war aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. Also man hat das Ganze aus den verschiedenen Blickwinkeln der einzelnen Schwestern gesehen. Hat wirklich gut angefangen und dann irgendwann ist es so ein bisschen vor sich hingedümpelt, fand ich. Und in der Beschreibung des Inhalts war irgendwie von einem großen Familiengeheimnis die Rede und das kam dann alles auch wahnsinnig spät erst raus und Spannungsbögen, die aufgebaut wurden, wurden nicht richtig gehalten. Ich war dann letztendlich so ein bisschen enttäuscht. Also das Ganze hat noch 3 Sterne bekommen, es war ganz gut, man kann es lesen, aber
Und das ist eben der Punkt. Ich habe schon viele solcher Familiengeschichten gelesen und einfach schon viel bessere. Und deshalb war ich so ein bisschen enttäuscht. Und das hat nur die 3 Sterne. Danach folgte wieder ein E-Book. Und zwar von Arno Strobel, der Trakt. Und da habe ich einen netten Zufall genutzt. Ich wollte nämlich die Bücher von Arno Strobel länger lesen. Ich habe schon viel Gutes drüber gehört. Und dann gab es ja 3 E-Books von ihm ziemlich günstig. Die habe ich dann sofort zugeschlagen und hab sie mir geholt. Habe dann eben mit seinem ersten angefangen, mit der Trakt. Fand ich wirklich gut. Also es hat 4 Sterne von mir bekommen. Es ist einfach genau so geschrieben, wie ich es gerne mag. Es ist flott geschrieben, es gibt viele Wendungen, Cliffhanger an den Kapitelenden. Genau so was mag ich, dass man immer weiterlesen will und immer weiter wissen will, was passiert. Kann ich euch sehr empfehlen. Hat mich ab und zu ein bisschen an Fitzek erinnert und ich mag die Bücher von Sebastian Fitzek ja wahnsinnig gerne. Von daher schon mal ein großer Pluspunkt. Ich war wirklich froh, dass ich dazu gekommen bin, Arno Strobel zu lesen, muss ich sagen. Dann kam ein Buch, das nicht sehr gut war, leider, also das mich auch sehr enttäuscht hat. Und zwar Der Sommer ohne Männer von Seri Hustvedt. Hustvedt, wie auch immer. Ich wollte schon länger mal was von ihr lesen, weil ich ja weiß, dass sie ziemlich ja, bekannt ist, beliebt ist, wie auch immer. Obwohl ich sagen muss, Siri Hustvedts Mann ist ja Paul Auster, den kennen sicherlich auch viele. Und von Paul Auster habe ich ja schon 2 Bücher angefangen und nicht zu Ende gelesen, weil ich sie nicht mochte. Das eine war Sunset Park und das andere war Moon Palace, auf Deutsch Mond über Manhattan. Und die haben mir gar nicht gefallen, aber gut, das muss ja nicht heißen, dass mir die Bücher von seiner Frau auch nicht gefallen. Leider hat es mir tatsächlich nicht gefallen. Es war gut geschrieben. Also sie hat wirklich eine schöne Sprache, ziemlich poetisch, lyrisch, nicht immer leicht zu verstehen, sage ich mal. Also man kann es nicht einfach so, man kann nicht einfach so drüber lesen. Das Problem war nur, dass mir da einfach zu wenig Handlung war, zu wenig Story. Und letzten Endes ging es für mich um eine Frau, die sich eben im Selbstmitleid suhlt. Also es geht um eine Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde, die deshalb vorübergehend bei ihrer Mutter einzieht in so einem Seniorenheim. Und ich finde, da hätte man einfach noch ein bisschen mehr Witz reinpacken können. Also für mich war es eher ja, wirklich eine Frau, die sich im Selbstmitleid suhlt. Und irgendwann wollte ich es dann auch nicht mehr lesen, ehrlich gesagt. War für mich nicht so wahnsinnig interessant. 2 Sterne leider nur. Schade, schade. Aber naja. Darauf folgte ein E-Book, dem ich auch nur 2 Sterne gegeben habe, und zwar On Dublin Street von Samantha Young. Auf Deutsch nur Dublin Street, das ist der Anfang einer Reihe. Da gibt es dann noch mehr, die auch ja, Straßennamen im Titel haben. Also eins heißt Jamaica Lane, ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Ich glaube aber, das sind in sich abgeschlossene Geschichten. Also, dass es zwar eine Reihe ist, aber die Geschichten die Geschichten in sich geschlossen sind und immer wieder von verschiedenen Personen handeln. Ich glaube nicht, dass ich die weiter verfolgen werde. Es ist einfach so. Wenn ich so ein Buch lese, generell wenn ich Chick-Lit lese oder sowas, dann weiß ich eigentlich schon, wie sie ausgehen. Also mir ist natürlich klar, wenn da steht, hahaha, trifft hahaha und sie mögen sich gar nicht oder was auch immer, dann kann ich mir schon vorstellen, wie es ausgeht. Deswegen lese ich sowas nicht. Ich möchte gut unterhalten werden, eine schöne Liebesgeschichte haben. Ja, möchte einfach, dass es gut gemacht ist, ein bisschen lustig auch. Und On Dublin Street war einfach nicht gut gemacht. Also ich kann es echt nicht mehr sehen. Ich kann diese Männer nicht mehr sehen, diese reichen Männer, die super gut aussehen, die irgendwas ganz Dramatisches in einer Beziehung erlebt haben und deswegen keine ernste Beziehung mehr führen können, bis die Protagonistin dieses Buches um die Ecke kommt und dann, wuff, ändert sich plötzlich alles und sie ändern ihr komplettes Leben und starten eine ernsthafte Beziehung. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Also selbst wenn ich schon ahne, wie es vorher ausgeht, muss es einfach gut gemacht sein und nicht wieder dieser Typ Mann, den wir aus Shades of Grey wahrscheinlich alle schon kennen, nur halt in abgeschwächter Form und dann auch immer dieses, oh, dich hat gerade ein Mann angeguckt, jetzt muss ich aber schnell hier reinspringen und entweder den Mann verprügeln oder dich in irgendeine Ecke zerren und dich dafür anschreien, dass du von einem anderen Mann angeguckt wurdest. Wollen wir solche Männer ernsthaft? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und die Protagonistin ist dann natürlich auch immer so, ach, ich sehe ja eigentlich gar nicht so gut aus und was will er nur von mir und ich weiß auch nicht, obwohl es natürlich in Wahrheit eine totale Bombe ist und alle Männer in ihrer Umgebung laufen ihr hechelnd hinterher. Man merkt schon, ich bin ein bisschen genervt von der Art Geschichte.
Nee, mag ich einfach nicht. Chitlit gerne, Liebesgeschichten. Klar, können auch ein paar Klischees drin vorkommen. Ist mir egal, solange es gut gemacht ist. Aber das war einfach nur. Ja, es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe es zwar zu Ende gelesen, aber nee. Also, das werde ich wirklich nicht weiter verfolgen. Das hat mich, wie man merkt, wirklich aufgeregt. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich glaube, sowas brauche ich mir auch erstmal nicht mehr zu kaufen. Vielleicht bin ich auch einfach übersättigt. Kann sein, weil es die Familien. Die Geschichten gerade hundertfach gibt. Ich mag's nicht mehr, ehrlich gesagt. Zwei Sterne sprechen eine eigene Sprache. Darauf folgt allerdings wieder ein sehr gutes Buch, und zwar das nächste von Arno Strobel als E-Book, und zwar Das Wesen. Genauso wie der Trakt. Vier Sterne, super flott, tolle Geschichte, spannend, mit interessanten Wendungen. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Absolut empfehlenswert. Also ich habe da einen tollen Autor für mich entdeckt. Ich glaube, wenn ich die E-Books durch habe, werde ich mir auch mal seine neueren Bücher angucken. Wirklich toll. Dann folgte ein Buch, das mich wirklich überrascht hat, aber positiv. Und zwar von Simon Beckett, Leichenblässe. Ich habe auch die zwei vorigen Bände dieser David Hunter-Reihe gelesen, und zwar Die Chemie des Todes und Kalte Asche. Fand sie ganz nett, fand sie ganz gut, aber sie haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und Leichenblässe war richtig gut. Leichenblässe hat von mir wirklich 5 Sterne bekommen. Es war so spannend, so eine tolle Geschichte. Ehrlich gesagt, manchmal schon ein bisschen eklig. Also, ich meine, der Mann untersucht Leichen. Das ist nicht immer so wahnsinnig appetitlich, aber es heißt ja immer, beim Lesen lässt einen die Fantasie nur so weit gehen, wie man es aushalten kann. Und so ist es dann auch. Und es ist nie eklig im Sinne von Effekthascherei, sondern wirklich, weil es eben der Geschichte zuträglich ist. Also, es ist jetzt nicht wie bei anderen Thrillern, die versuchen immer noch eins draufzusetzen und immer noch mal unappetitlicher zu werden. Definitiv nicht. Das macht auch nicht den Hauptteil der Geschichte aus. Es ist einfach nur ab und zu mal ein bisschen, ja, nicht mehr so yummy, ne? Aber sonst wirklich wahnsinnig spannend. Ich habe das so schnell durchgelesen und freue mich jetzt schon auf den nächsten Teil. Den habe ich auch hier und kann jetzt verstehen, warum viele solche Fans dieser David Hunter-Reihe sind und schon nägelkauend auf das neue Buch warten, wann auch immer es kommt. Ganz toll, also mein Monatshighlight, kann man sagen. Danach folgte, ich sage ja, es war alles sehr Thriller-lastig diesen Monat, Krähenmädchen von Erik Axel Sundt. Ich finde ja allein die Aufmachung der Bücher schon so toll. Ich finde, wenn die im Buchladen liegen und man wirklich so ein Thriller-Fan ist, dann kann man da gar nicht dran vorbeigehen. Das ist auch der erste Teil einer Trilogie. Ich bin ja im Grundsatz so ein bisschen genervt, dass im Moment alles unbedingt eine Trilogie sein muss. Also ich mag Einzelbände auch mal ganz gerne. Aber dachte, naja gut, meistens lese ich doch einzelne Bücher, also macht es auch nichts, wenn ich mal eine Trilogie anfange. Und es kann ja auch ganz schön sein, die so ganz gespannt durchzufetzen. Genau, es ist ein sehr gutes Buch, ein sehr spannendes Buch, hat 4 Sterne von mir bekommen. Aber ich finde, man merkt, dass es der erste Band ist. Das ist nicht schlimm. Aber man merkt eben, das ist so ein bisschen die Einführung in die Geschichte. Ich kann euch ja mal vorlesen, was im hinteren Klappentext steht. In Band 1 wird das Skelett geschaffen, in Band 2 das Fleisch an die Knochen gebracht und in Band 3 gelangen wir zur Seele der Trilogie. Und diese Seele will Rache. Und genauso ist es eben auch, ne? Das ist jetzt das Skelett, das merkt man, nur die Einführung, das Grundgerüst, aber das braucht man ja auch und es ist ein wirklich gutes Grundgerüst. Ich werde definitiv weiterlesen, bin sehr gespannt. Also es ist schon sehr düster, auch nicht ganz einfach, weil es um Kinder geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es um Kinder geht oder um Tiere, ist es irgendwie immer noch mal eine Spur härter, als wenn es um Erwachsene geht. Aber wirklich gut gemacht, wirklich sehr spannend. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich werde definitiv weiterlesen. Das waren meine Bücher im Dezember. Ich finde, es sind ganz gute Bücher gewesen. Es waren zwei dabei, die ich nicht gut fand, aber gut, sowas muss man auch mal dazwischen haben. Ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden und freue mich jetzt im Januar weiterzulesen. Hoffe auf viele tolle Bücher, die jetzt noch folgen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!